Okay. Dritte Kata, Hisagiri, Knieschnitt. Auch wieder aus einer Musashikunryu-Kata heraus entwickelt. Ich gehe drei Schritte vor, sie auch. Ich greife dann ihr vorgehendes Knie an, sie blockt mich. Und ich mache einen zweiten Angriff von Jodan, den sie ausweicht, ohne Ukinagashi. Ich. Jetzt kommt mein zweiter Angriff. Sie weicht aus, ohne Ukinagashi, weil das ist generell schneller. Und sie kontert, ich sterbe. Sie macht Chibori, Chinugui, wie die anderen auch. Müsst ihr euch die erste Version angucken, da ist alles genau erläutert. Also, da ist es ganz wichtig, Folgendes zu beachten. Es hat keinen Sinn, wenn ich der Angreifer bin, du ziehst mal schneller als ich, ja, dann ist sie ja die Angreiferin und nicht ich. Das heißt, sie darf nie schneller sein als ich. Denn ich könnte ja von hier aus auch oben angreifen. Wenn ich wirklich der Angreifer bin, macht es realistisch, der verteidigt, der darf nie schneller sein als der Angreifer. Sondern er muss auf ihn reagieren. Ja? Vielleicht das noch, in keiner unserer Kata, das ist die Besonderheit, anders als bei den Japanischen, es gibt kein Sensen no Sen. Das heißt, ich greife an, bevor der andere angreift. Wir sind immer die Verteidiger, wie im Karate. Jede Karate-Kata beginnt mit Abwehr. Das ist auf der einen Seite etwas friedlicher als das andere, auf der anderen Seite ist der Angreifer der, der meistens stirbt. Deshalb, wenn ihr weiterleben wollt, greift nicht an. Lasst euch angreifen. Machen wir gleich die zweite Version. Die erste haben wir schon erklärt. Achso, ausmachen.